Servus, damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Sons of the Forest. So. Guck mal. Hallöchen. Das Fleisch sieht noch nicht so knusper aus. Ich bin auf jeden Fall müde. Aber was machen wir gegen Müdigkeit? Wir looten erstmal unsere Container. In der Hoffnung, hier ist jetzt kein Dings. Okay. Schön. Munition. Aha. Glühbirne ist gut. Glühbirnen sind gut. Ich weiß zwar noch nicht für was, aber Glühbirnen sind immer gut. So, hier haben wir noch eine Kiste. Alter. C4. Ah. Kann ich jetzt rausholen? Nö. Schade. So, dann nehmen wir das hier. Also wir wollten runter in die Höhle, ne? Wollten mal Lucky Lucky machen dort unten. Schon lange waren wir oben, ne? Ich weiß nicht, ob wir erst ein bisschen Lucky Lucky hier machen wollen. So. Aber das würde sich dann halt eher lohnen, wenn wir das machen, wenn es nicht so kalt ist. Wir können einfach mal dort runter mit unseren Sperren. In der Hoffnung, dass unten nicht das Krasseste vom Krassen lauert. Was haben wir noch so? Aber das Gesicht. Dort haben wir noch die Haken. So. Granaten. Hier hätten wir noch C4. Kommen wir kurz in den Dorf. So, wir haben ein bisschen Dosenfutti-Futt-Futt. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Wie viele haben wir von denen? Da haben wir 5 Speere haben wir dabei. Lachsbären, okay. Ja moin. Gut. Ah, wir sind müde und durstig. Das heißt, wir gehen dann noch nachdem wir geschlafen haben, in die Höhle rein. Mhm. Das ist gutes Bergwasser, eigentlich kann da gar nichts passieren. So, Fischkreuz ist noch nicht drin, Wahnsinn. Okay. Ich würde gerade sagen, hey, wer hat es vergessen aufzumachen, ne? Flieg, kleiner Stein, flieg! Wow. Wow. Das war ja. Action geladen, also selten habe ich mich so. Was bringst du mir schönes? Aloe Vera. Bitte. Dankeschön. Liebste Virginia. So, da gehen wir einfach mal grunzen und dann gehen wir ins Höhlchen und dann, ja. So, warte mal.
Inventar. Wir können ja mal die hier kombinieren. So. Nee, das wollen wir nicht. Hau mal weg den Bums. Okay. Dann nehmen wir das wieder mit. Granaten. Nehmen wir auch mit. Für eventuelle Überraschungen. So, dann würde ich sagen, gehen wir pennen, dann essen wir was. Ah, shit. Bevor die hier uns so richtig hart auf den Sack gehen, versuchen wir mal schnell zu grunzen. Ja. Diese Kackbratzen. So, warte mal. Einstellungen. Gameplay. Strukturschaden aus. Gut. Wenn ich was hasse, dann will mir jemand hier meine... Boing. Boing. Na komm. Boing. Ach du doofes Ohr. Ja, ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr das unterlassen könntet oder so, weißt du? Au, 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 sag mal. Zylinderscheiß. Oh. Haben wir natürlich zugemacht, Strottel. Psst. Bleib stehen, du Stinkejochen. Bleiben Sie stehen! Sie haben einen Speer von mir! Ich brauche den! Ja, da ist eine Handanfertigung! Handfertigung?
Stopp! Was ist er denn? Rennt er mit meinen Sperren weg, der Penner. Wo ist denn der Saftarsch? Hugo! Ah, da ist er. Mal. Hugo, bleib doch stehen. Ich bin dein Freund. Hugo, ich brauche die Sperre zurück. Ist doch nicht wahr. Der verarscht uns doch. Hugo! Stehen bleiben! Ich sehe hier nicht mehr! Jetzt habe ich den anderen Sperr auch verloren. Ach, lasse. Jetzt rennt er mit meinen Sperren weg, weißt du? Scheiß Klauschweine. Diese elendischen Klauschweine. Wow. Das ist ja voluminös. Das Licht. Oh, erschreckt mich nicht so. Was seid ihr für Leute, ey? Oh. Junge und Mädel, ey. Das Schlimmste wäre jetzt, wenn irgendwie jetzt wieder ein paar Leute rumhorsten würden, weißt du? Oh, ich konnte gedacht, der Baum ist jemand, aber aus der Baum ist niemand. Ein bisschen Hunger haben wir. Ich hatte auch keiner ein Portemonnaie einstecken. Ach doch, hier. So. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt grunzen und dann ist sowieso folgendes so eine blöde Kacke, ey. Dass die auch genau jetzt kommen mussten, ne? Diese Sackeimer. So, guten Tag. So, wir speichern schnell. So. Hier mal was. Fünf Ratzen, ne. Mädchen, der bringt uns wieder irgendwelche Leckereien. Achso. Mhm. Wir müssen die Palisade fertig bauen, ne. Weißt du, wie es aussieht? Oh, Bären. Dankeschön. Wo sind sie? Hallo. Bettina, sind das Stiefel? Hast du neue Stiefel oder so? Kann das sein? So, naja, da bauen wir die Palisade erstmal fertig hier. Wir haben Hunger.
Ja, wir haben ja hier Dosenöffner. So. Wir müssen mal ein paar Pfeile herstellen. Tatsächlich. So, hier sind keine mehr drin. Nehmen wir sie hier raus. So, wunderschön. Der hier sieht mir auch nicht so geheuer aus. So. Immer so losrennen. Hier, Calvin, weißt du, was du eigentlich mal machen könntest? So, hol Dämme und fallen lassen. Ja, geil, oder? Wir bauen uns hier eine Festung. Festung der Einsamkeit. Wir werden hier gegen alle Widrigkeiten. So, das wird eine schöne Palisade. Es gibt ja mittlerweile große Stammlager. Es gab jetzt so wieder ein Update. Ich bin mir noch nicht sicher, was bei dem Update rumkam. Dort fällt er erstmal ein Bäumchen. So. Das war jetzt nicht so gut. So, die volle Sorte. So, wir können ja ruhig mal wieder ein paar Bäumchen fällen. Wir fällen Bäume, Bäume fällen wir. Es ist so schweinekalt, deswegen arbeiten wir. Denn Arbeit ist die wärmste Erde. Arbeit! So. So. So, den nehmen wir uns auch noch. Und dann den hier hinten klippen wir mal weg. Bleibt schön hier. Ihr seid meine. Ach, das hab ich gerade gedacht. Ich glaube, hier passen keine mehr drauf, ne? Nein, passen keine mehr drauf. So. Los, Virginia, alles fresh. Könntest du dich mit deinen zarten Schenkelchen mal verkrümeln oder so? Wär das möglich? Damit ich hier meine Palisaden fertig bauen kann? Ich meine, ich gucke mir gerne deine Schenkelchen an, aber hey, ich hab zu tun. Ich muss arbeiten. Baulein, ich muss knechten. Ich habe keine Zeit für Amorositäten. Ich muss hier einen Wall,
eine Monstrosität gegen das, ein Bollwerk gegen den gegen die Dummheit muss ich bauen. Oh, guck mal da. Hier ist aber immer noch nicht drinne. Ich habe keinen Speer in der Klasse. Das ist ein Speer. Oh. Fischi? Mach mal die Lampe aus, ey. Eine Bergbachforelle. Wie auch immer die hier drin überleben, aber scheint zu leben. Können wir dann oben schön ans Gemüse hängen und dann geht los. So. Alarm. Die chillt schön am Fluss. Der muss eigentlich schweinekalt sein. Und ich sehe gerade, wir sind schon bei 21 Minuten. Also wir sollten eigentlich mal aufhören. 10 Minuten oder drüber. Aber den Eimer hier werden wir noch voll bauen. So. Lass mich in Ruhe. Ach, Hase, geh doch weg. Mein Täubchen. Ich muss bauen. Ich habe keine Zeit zum Kuscheln. So, warte mal. Wir müssen jetzt hier so lang bauen. So. 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 So, wunderschön. So, da haben wir die zumindest. Hast du gerade bloß einen Baumstamm gebracht? Okay. Okay. So, damit. Hier müsst ihr echt aufpassen. Hier würde ich dann noch bis hierher ziehen, weil. Die könnten ja hier hochgekribbelt kommen, die Säcke. Jetzt mal hier überall noch die Köpfe ab. Bisschen ja Mensch. Damit die hier ohne drüber hübeln. Weißt du? Oh, da kannst du sogar hier ein bisschen drüber gucken. Das machen wir jetzt noch schnell fertig hier. Damit wir überhaupt irgendwas geschafft haben. Oh. Helven, du bist bester Mann. Ich liebe dich. Nee, immer, aber immer öfter. So. Wahnsinn.
Natürlich in der Hoffnung, dass die hier wirklich nicht reinkommen, weil so wie es aussieht, kommen die immer von dort unten. Und wenn die wirklich von dort unten auskommen und nie hier im Lager spawnen, dann sollte der Wall eigentlich was bringen. Weil beim alten Forest hast du halt immer das Problem gehabt, die spawnten einfach mal im Lager. Bist dann raus, hast einen riesen Wall gehabt und wolltest alle abwehren, ne? Kommst raus und auf einmal steht der ganze Trupp um dich herum, weil die im Lager gespawnt sind, die Säcke. So, sind gleich fertig. Ist nicht mehr viel. Ey, da macht ihr mir immer diese amorösen, ne? Wieso blutest du so? So, wunderschön. Ich würde sagen, jetzt machen wir einfach hier diesen hier. Aha. Machen wir einfach diesen hier. Ja. Genau. Was ist denn das? Okay. Aber auch nicht so schlecht, ne? Also finde ich jetzt mal gar nicht so schlecht. Ob man das so mit halben machen kann? Weißt du, wie ich meine, so? So auf halb angelehnt, Junge. Ist übers Schiffen? Ist hier eigentlich mal was drin oder ist die mit los? So, Wahnsinn. Da haben wir hier eine schnieke Barrikade gebaut, zumindest im ersten Stück. Die ziehen wir dann bis hier rüber. Und dann nehmen wir uns hier Sticky Stickmans. Moment. Ne, das wollte man nicht. Inventar. Dann nehmen wir uns hier Sticky Stickmans. Hier. Man sieht es halt schlecht, ne? Was zur Hölle war das denn? Ja, oh, so ungefähr hatte ich mir das gedacht. Und mir ist bewusst, dass wir noch Steine brauchen, um das zu befestigen, damit die das nicht wegruppen. Ich sehe nichts. Ja, ungefähr so. Haust rein.
Okay. Oh, danke. Das nehmen wir doch gerne an. So, Inventar. Jetzt brauchen wir nämlich noch die Steine, von denen wir unglaublich viele haben. Unglaublich viele. Deswegen ist das jetzt schon wieder vorbei. Der hat ordentlich gesammelt, der Junge. So. Jenna ist wie so ein kleiner Hund und rennt uns immer nachher, ne? Merkst du, wa? So. Wir brauchen dann halt noch einen Haufen Steinchen, ne? Und auch dafür können wir unseren Hilfswilligen ausnutzen. Oh, 32. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage ciao mit V.